Und hier spielen wir jetzt La Liga oder was? Weil normalerweise haben wir nie die La Liga-Spiele gemacht. Und es wird auch sehr schwer, hier noch Meister zu werden. Mit 6 Punkten Vorsprung bei noch 4 übrigen Spielen. Und Barca hat schon 35 Spiele, weil wir haben noch ein Spiel weniger. Also wir können bis auf einen 3 Punkte Abstand rankommen. Und dann muss Barca theoretisch ja immer noch einen Haufen Spiele verlieren, weil die eine viel bessere Tordifferenz haben. Ja, das wird schwierig, da noch Meister zu werden. Aber sonst haben wir immer nur die Champions-League-Spiele gespielt. Jetzt müssen wir sogar die Liga-Spiele spielen wahrscheinlich deswegen, um noch Meister zu werden. Dann gehen wir rein ins Spiel gegen Leganés. Wir spielen aber nur mit Alex Hunter. Finde ich krass, dass wir jetzt auf einmal auch ein Ligaspiel zocken. Im Estadio Santiago Bernabeu. Wir sind natürlich haushoher Favorit. Also wir müssen das eigentlich gewinnen. Wenn wir das nicht gewinnen, dann können wir die Meisterschaft eigentlich schon safe abschreiben. Außenrum, Bale mit viel Platz. Gareth Bale. Gareth Bale zieht rein und dann wird er eigentlich gefoult. Ja, schöner Laufweg. Toni Kroos! 1-0 für Real Madrid auf Vorlage von Alex Hunter. Schlagen wir zum ersten Mal zu. Der Pass war schon auch ein bisschen Risiko. Da habe ich mir kurz gedacht, so, ob der ankommt. Aber es war die richtige Entscheidung. Schickt mich. Alex Hunter! Alex Hunter an den Pfosten! Und der war grün. Wahrscheinlich, weil es der linke war. Ich weiß nicht, ob er 5 Sterne schwacher Fuß hat. Oh, perfekt. Hat doch geklappt. Bale. Bale nochmal rüber. Jetzt habe ich den Ball gefordert, ob das die richtige Entscheidung war. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Ach komm, schon wieder Pfosten. Aber ich schaue auch kein TV, deswegen... Woher soll ich es wissen? Gareth Bale, 2-0. Wir haben ein bisschen länger gespielt, als der Schiri eigentlich angesagt hat. 52. Minute einfach, aber ich werde mich nicht beschweren. Oh, und dann pfeift der Schiri einfach ab. Naja, leider kein Tor für Alexander. Trotzdem gute Leistung. 9,0er Bewertung, glaube ich. Das große Meisterschaftsrennen. 84er Gesamtstärke. Das Interview um 11. Der Dreh um 14:30 und dann das Gala-Dinner heute Abend. Ja, ja. Und meine Freizeit? Superstars haben keine Freizeit. Das macht sie ja zu Superstars. Heute ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, unser Ziel zu erreichen. Deine Marke zu promoten. Ich warte draußen im Auto. Und beeil dich, du bist spät dran. Du hast da was. Was? Wo? Zu einfach. Wirklich schade, dass du schon gehst. Die WM-Vorbereitung ruft nach mir. Komm doch mit zum Flughafen, Alex. Dann kannst du deiner Schwester Tschüss sagen. Wir können was unternehmen. Was zum Mittagessen, Sightseeing. Wollte immer mal ins Prado. Was man halt so macht. Die Medien, die Familie. Hä, ich muss mich noch für die Familie entscheiden. Ich find's immer schade, weil man dann das andere nicht sieht. Und gefühlt fürs Thumbnail, fürs Video ist das besser, aber geht nicht anders. Ja, ich bin's. Ja? Ich muss dir heute absagen. Was soll das heißen, absagen? Was sagst du ab? Alles. Ich kann nicht alles einfach absagen. Was glaubst du eigentlich, was wir hier tun? Es gibt da was Wichtigeres. Was ist wichtiger als das, Alex? Die ganze harte... Na also. Das Prado, ja? Ich bin echt müde. Am besten fahre ich zum Flughafen und ruhe mich etwas aus. Hey, das gibt's doch nicht. Mach hin. Und jetzt das nächste Spiel gegen Man City. Es geht zurück in die Champions League. Und im anderen Spiel ist dann West Ham gegen PSG. Ja, die Bea nervt schon sehr, aber gleichzeitig stimmt's auch, dass sie einen guten Job macht. So. Oh nee, jetzt kann ich wieder diese dumme Challenge machen. Ich will eigentlich schon bei Isco bleiben gerade. Wir probieren's mal wieder, aber eigentlich werde ich nur ausrasten. Aber ich würde die schon gerne mal schaffen. Ja! Oh, es ist knapp. Wir haben gewonnen, oder? Ich glaube, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Was ein Struggle. Wirklich grandios. Merci, Anton. Mit solchen Abschlüssen werden die Manager dich gut einzusetzen wissen. Na, das hoffe ich doch. Boah. Also das war wirklich richtig schwer. Jetzt könnte ich theoretisch, glaube ich, den Mentor wechseln. Weil wir haben doch jetzt eigentlich Isco durchgespielt. Dann wechseln wir mal zu Marcelo, weil da können wir Ballkontrolle bekommen. Und das ist, glaube ich, noch so der beste Set. Was ein Spiel. Es geht einfach um den Einzug ins Champions League Finale. Let's go, Alex. Am besten direkt im Hinspiel wieder alles klar machen. Oh, nee. Aguero. Abseits, oder? Nein. Hä, das sah jetzt so komisch aus. Das ist einfach das 1-0 für City. Das sah komplett verkehrt aus gerade. Und es ist halt auch noch dazu ein Gegentor zu Hause mit Auswärtstorregel. Das heißt, wenn wir jetzt in der zweiten Halbzeit nur ein Tor schießen.
Hey, Kev. Alles klar, Mann? Ich hab dich nicht gesehen seit der FIFA Say No to Racism Gala. Wie geht's? Ziemlich gut. Ich hab viel zu tun. Eine Menge Spiele. Kennst das ja. Ja, kenn ich. Schon hart, aber von nichts kommt nichts. Besonders, wenn man ständig in den Medien ist wie du. Keine Ahnung, wie du das schaffst. Ja, ist schon echt verrückt. Glaube ich. Da steht total was in der Luft. Da draußen? Ja, viel Erfolg, aber nicht so viel davon. Ist das der Regen, der in der Luft steht? Okay, mal eben Gespräch mit dem Bräuner, wo wir 1-0 hinten liegen, so ganz entspannt mal eben. Dass die Deutsch sprechen, ist eh mal ganz komisch. Aber ich würde eigentlich darauf hinaus, dass es jetzt 1-0 für City steht und selbst wenn wir ein Tor schießen und es 1-1 ausgeht, ist es immer noch ein schlechtes Ergebnis für uns. Ich meine, es ist sogar ohne Auswärtstorregel, aber durch die Auswärtstorregel natürlich nochmal viel krasser, weil dann müssen wir auswärts schon mindestens ein Tor schießen. Komm, Bale. Lauf, Junge! Bale! Bale! Wie gut ist dieser Typ? Also eigentlich hat er zu früh geschossen, er hätte noch ein Stückchen laufen können, aber wenn er ihn so reinballert, dann kann ich mich da auch nicht beschweren. Es ist Platz da. Toni Kroos. Ah, das war nicht so gut gespielt. Der ist drin. Was schießen denn wir für Traumtore? Asensio. Ja, das war echt nicht so gut gespielt. Es sah auch ein bisschen nach Abseits aus, aber scheinbar war es kein Abseits. Der Toni hat schon ein bisschen lang gewartet. Es war auf alle Fälle knapp, aber der ist natürlich krank, der Megator. Isco gewinnt das Kopfballduell. Oben wäre Platz. Oben ist Platz, jawohl. Bale und der lässt solche Dinger normalerweise nicht liegen. 3-1, Gareth Bale. Weg das Ding, Männer. Ramos köpft ihn raus und jetzt zum Schluss sein. Jawohl, danke. 3-1 Sieg im Hinspiel. Überragend. Wir haben aber gar nicht so gut gespielt eigentlich. Gleich das Rückspiel, aber vorher noch hier den Trainingstag. Aber den werde ich jetzt wieder simulieren. Zeit fürs Rückspiel. Aber da kann eigentlich gefühlt eh nichts mehr anbrennen. Ja, traumhaft. Traumhaft. Alex Hunter mit dem 1-0. Der perfekte Start. 6. Minute. Hätte ich sogar nochmal querlegen können, aber Alex Hunter schießt mittlerweile so selten Tore gefühlt. Jetzt Bale drüben. Bale drüben, Gareth! Bale lässt ihn liegen. So kennt man ja gar nicht, aber es war auch der rechte Fuß. Ich glaube, das ist der Grund, warum der nicht reinging. Und dann ist Schluss. Und damit steht Real Madrid mit Alex Hunter im Finale der Champions League. Ich verstehe immer noch nicht, warum Keylor Navas gespielt hat und nicht Courtois, aber Hauptsache, wir sind eine Runde weiter. Und jetzt geht's erstmal wieder rüber zum Danny. Der Danny, der komplett broke ist, weil er seinen Kumpel ja abgezogen hat. Der muss quasi die Champions League gewinnen, um den Bonus zu bekommen. Andererseits ist da bald Alexander und ich will eigentlich mit Alexander die Champions League gewinnen und nicht mit ihm. Das wird die Story halt viel zu perfekt abrunden so. Und hier sind wir auch Zweiter. 4 Spieltage noch übrig, 4 Punkte hinter Man City. Kann man schon auch noch schaffen. Ja, wir spielen jetzt Liga gegen den 20. Newcastle. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die im Real Life sind, dass die im Real Life sieht, dass die hier einfach Letzter sind. Ja, noch ein unnötiges Roulette. Einfach nur, um das Tor so ein bisschen schöner zu machen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er den dann einfach reinschießt. Im ersten Moment dachte ich halt, dass ich noch an einem Gegenspieler vorbeigehen müsste. Aber musste ich dann nicht. Und dann war das Roulette irgendwie sinnlos. Aber gleichzeitig war es auch ganz cool. Wenn man es bis hier nochmal anschaut, war schon cool. Ui, das abgefälscht, der ist drin. 2-0, was ist das für eine Bude? Aber es müsste auch nicht zu ihm. Es müsste eigentlich funktionieren. Ja, Molenko, 3-0. Jawohl. 3-0. Ja, Molenko, Clark und Williams mit einem Tor. Das war heute ein bisschen lustlos. Hey, Butler, beruhig dich mal. So muss das sein. Sprungkraft, Power und Präzision. Hey, kein Torwart der Welt kann diese Dinger halten. Danke, Bas. Sehr gut. Ich denke, du bist jetzt bereit für deinen Bruder. Okay, ich gehe. Ist eine Dreiviertelstunde Fahrt von hier bis nach Hause. Konntest erst nicht glauben, aber du bist echt da. Ist das dein Ernst? Weißt du, als ich hörte, dass mein kleiner Bruder, der Premier League-Stürmer, eine Zusatzschicht auf unserem alten Platz einlegt, musste ich mir das doch selber ansehen. Toll, jetzt hast du es gesehen. Und nun mach dich vom Acker. Der Kopfball war ganz nett. Ohne Gegner. Gegen mich kriegst du so einen Ball niemand. Nicht heute. Nicht morgen. Niemals. Finden wir es doch raus. Boss, ich halte es nicht für eine gute Idee. Das war keine Frage, Danny. 5 zum Sieg. Los jetzt. Oha. So wie früher immer. Den nehmen wir auseinander, den Arroganten. Aber ich finde es auch nice, was für krasse Flanken der Butler schlägt. Aber die ist scheiße. Was soll ich mit der machen? So, hier kommt der Ball. Jetzt aber.
Oh, Danny Williams ist OP. Den krieg ich aber. Hä? Ich hab gesagt, Danny Williams ist OP. Nein, sein Bruder ist OP. Jetzt aber. Kriegst du den bitte noch? Danke. Ja, den krieg ich auch. Nice. Nummer 2. Kurz angetäuscht. Bitte, Danny. Danny, Junge. 3-3. Jawohl. Kurz angetäuscht wieder. Der Lauf nach hinten. Das funktioniert scheinbar echt auch. Kannst du kurz nach hinten laufen? Ja, jetzt hat's nicht funktioniert. Oh nein. 4-4. Der entscheidende Ball. Nein. Verloren. Wir machen nochmal. So, hier kommt der Ball. Jetzt aber. 1-0. Okay, das erste Tor. Okay. Ah, oh, scheiße. Ich weiß nicht so ganz, was der Trick ist. Ich glaube, man muss einfach Glück haben, dass die Flanke gut kommt und dass der Bruder verkackt. Der ist ultra krank. Ball kommt. Wie soll denn das gehen? Also vorhin war sie extrem knapp, aber let's go! He moves. Zerstört. Okay, das reicht. Meine Frau wird sauer sein. Danny gibt ein Team-Meeting vor dem Spiel morgen. Ja, was? Tja, das heißt noch gar nichts. Warten wir es ab, huh, Terry? Ja, warten wir. Wie er einfach da so random auftaucht. Wohnt er nicht in einer anderen Stadt? Aber es ist jetzt halt, weil wir gegeneinander spielen, ne? Aber wir haben ja schon mal gegeneinander gespielt, aber das war in der Gruppenphase. Und jetzt spielen wir quasi im großen Halbfinale gegeneinander. Und das wird ja schon auf alle Fälle nochmal deutlich schwerer als mit Alexander. Weil wir das schlechtere Team haben und gegen ein sehr, sehr krasses Team spielen. Philippe Andersson, was macht der? Flank zu Jarmolenko. Areola. Williams ist vorne mit dabei. Das Kopfballduell, aber Stiele muss jetzt eigentlich abpfeifen. Hey. Ruhig, Leute. Ruhig. Das muss doch nicht sein. Okay, spielt einfach Fußball. Tja, dann sag das deinem Kollegen. Er scheint ein Problem zu haben. Oh ja, Terry. Bist ein Harter. Hey, komm schon. Mann, wir brauchen dich in der zweiten Hälfte. Und dich. Neymar ist der große Schlichter. Man kennt ihn. Wundert mich ja, dass er nicht hingefallen ist, als er versucht hat, da nicht Danny Williams, den Bruder von Williams wegzuhalten. Danny Williams nochmal zurücklegen. Bernard an den Pfosten, das gibt's doch nicht. Gegen den Bruder. Mal kurz auseinandernehmen, den Typen. Jawohl. Jarmolenko legt doch nochmal quer. Da waren zwei Leute im 16er. Das läuft jetzt auf 0-0 hinaus, weil die Ecken sind eh immer katastrophal. Die kommen immer auf den kurzen Pfosten. Die werden immer sofort weggeköpft. Da bringt es auch nichts, dass Danny Williams so gut im Kopfball ist. 0-0 geht's leider aus. Jawohl, 3 Skillpunkte. Wir können einfach alles voll machen. Das. Und dann haben wir einfach den kompletten Skilltree hier bei Danny Williams. Die Punkte bringen jetzt einfach nichts mehr. Also eigentlich dürfte nur noch jetzt das Rückspiel sein und dann zwei Finalspiele. Oder nicht? Aber andererseits sind wir ja noch in Kapitel 3. Und da ist auch noch einiges von diesen Balken da übrig. Und dann kommt noch Kapitel 4. Und jetzt sollen wir zu Alexander rüber. Stimmt, bei dem haben wir auch noch Ligaspiele. Das darf man nicht vergessen. Ja, okay, mal wieder dieser Move hier. Dass wir hier im Kabinentrakt ein bisschen Sugar Bonito machen. Ich mit Alex eben in den Ball kommen muss, aber den nehme ich gerade richtig auseinander. Beruhigt euch! Warum ist der Trainer an? Hallo? Zerstört Alex gerade. Die nehmen mir komplett die Ehre. Hallo, Alex. Was soll ich machen? Also jetzt endlich. Was da ein bisschen rumzustehen. Schauen wir es jetzt noch schaffen in den restlichen Sekunden. Aber es ist halt easy. Man muss einfach nur die ganze Zeit hier so im Kreis passen. Die in der Mitte machen da eh immer überhaupt nichts. Gegen Barca einfach. El Clasico ist hier noch mit eingebaut. Wichtig. Wäre schon böse, wenn man den einfach komplett rauslassen würde. Und vor allem, wenn wir das jetzt gewinnen, haben wir auch 36 Spiele und sind bis auf einen Punkt dran am FC Barcelona. Ja, nochmal rüber. Was ein Abschluss von Luka Modric. 1-0, 58. 1-0 Sieg. Alexander gewinnt. Das ist El Clasico. Der Jubel fällt jetzt nicht so groß aus, aber... Ihr erster Klassiko, Alex. Wie haben Sie es erlebt? Was war denn in der Hinrunde? Warum war das dein erster? Das war ein unfassbar geniales Spiel. Es ist einfach unvergleichlich. Was hat Sie am meisten beeindruckt? Ah, die Atmosphäre. Da lag Elektrizität in der Luft und das motivierte richtig.
maximal. Okay, das war's. Danke, Alex. Gerne. Problem ist halt, wenn Barca das letzte Spiel gewinnt, was sie noch haben. Ja, wobei, nee, einfach zweimal gewinnen. Wir haben es in der eigenen Hand jetzt. Können Meister werden. Und dann... Cutscene. Hä? Was geht jetzt ab? Hä? Wie crazy ist das denn? Haha! Wie geil! Ist das Alex' Wohnung? Muss ja eigentlich. Hä, wie riesig ist bitte sein Pool? Also wenn das seine Wohnung ist... Könnte auch alles mögliche andere sein. Also wenn es seine Wohnung ist, dann ist es ja krank. Aber mache ich irgendwas falsch eigentlich gerade? Ich muss auch den Ball darüber flanken. Zu Neymar. Der kickt ihn dann zurück. Schöner Seitfallzieher. Und dann nochmal so ein Ding. Und Neymar wieder zurück. Und dann ist es vorbei. Hä, was heißt das jetzt? Wir haben gleich viele Punkte. Kann man da auch nicht gleich viele Punkte haben? Kann ich das irgendwie gewinnen? Frage ist, ob ich denn auch zu kurz spielen kann, dass er in den Pool reinfliegt. Ja, geht. Let's go. Aber man sieht es leider nicht mehr, wie er in den Pool reinfliegt. Schade. Ich glaube, man kann das nicht gewinnen. Nein, er hat noch Punkte bekommen. Ja, egal. Ich glaube, das kann man nicht gewinnen. Das muss man auch nicht gewinnen. Einfach nehmen wir zu Besuch. Oh Mann, die Williams-Brüder. Ja? Was ist mit denen? Zwischen denen knallt's, Mann. Im Halbfinale haben sie sich fast gegenseitig verprügelt. Dein Ernst? Ich musste sie stoppen. Tja, war halt ein Champions League Halbfinale. Da geht's echt zur Sache. Hast recht. Hast recht. Also, Bro, wer sind die da? Wer? Die Leute. In deinem Haus. Das ist die Entourage, Mann. Okay. Aber was haben die für eine Aufgabe? Also, was machen die eigentlich? Ah, so ein Markenzeug. Management. Die machen alle irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Das regelt alles Bär. Kennst du ja. Ich meine, bei mir. Ich habe meinen Vater und dann noch ein paar unverzichtbare Leute, aber das war's. Sonst keinen? Nein. Dieser Beruf erlaubt mir nicht viel Freizeit. Also will ich sie nur mit den Leuten verbringen, die mir wirklich wichtig sind. So habe ich das noch nie gesehen. Ist nur meine Meinung. Ich muss jetzt los. Ich wäre gerne noch etwas länger geblieben. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Klar doch. Danke, Mann. Guten Flug, Mann. Also ich glaube, als Fußballer hat man eigentlich schon relativ viel Freizeit. Man kann ja nur nicht alles machen in seiner Freizeit. Aber man hat schon einiges an Zeit, weil man kann ja nicht den ganzen Tag trainieren. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Du kannst nicht 8 Stunden am Tag trainieren. Du kannst vielleicht 2 Stunden am Tag machen und dann musst du auch wieder aufhören, weil du musst dich auch erholen. Du kannst ja nicht, musst ja fürs Spiel am Wochenende fit sein. Das ist ja nicht komplett zerstören jedes Mal. Wir gehen wieder zu Danny rüber. Verlassen also den Pool und gehen zu seiner... Ja, es ist keine abgefuckte Bude. Die ist halt einfach nur nicht aufgeräumt. Ist eigentlich keine schlechte Wohnung, in der der wohnt. Er müsste halt einfach nur mal aufräumen. So, und jetzt das Rückspiel. Das alles entscheidende Rückspiel. Und das Hinspiel ging 0-0 aus. Und eins von den Zielen war auch, gewinne den Meistertitel in der Premier League. First Touch gegen den Bruder. Jetzt greift ihn niemand so richtig an. Ich passe den hoch. Der ist nicht verkehrt. Noble. Cavani. Was ist das für ein Tor? Absolutes Traumtor von Cavani. Und jetzt müssen wir ein Tor schießen. Die gute Nachricht ist, wenn wir ein Tor schießen, reicht's. Dann wären wir wieder weiter. Mit links einfach. Müssen wir hier vielleicht mit den Tricks was versuchen, Bernhard. Vielleicht hier wieder den inneren Arjen Robben channeln an die Latte. Krieg ich? Ja. Danny Williams ist drin, Junge! Jawohl! Ganz, ganz wichtig. 1-1. Der Jubel. Wir wären aktuell wieder eine Runde weiter. Komm. Nein, Mbappé vorbei. Hau den Ball weg. Was ist jetzt los? Freistoß für uns oder für PSG? Keeper noch ein bisschen verstellen. Bitte, Neymar, tu's nicht. Neymar, Fabianski. Ganz wichtig. Jetzt so wie vorhin. Kopfball durch gegen den Bruder. Einfach mal gewinnen, das Ding. Einfach mal gewinnen und einschädeln. 2-1. Danny Williams. Und jetzt braucht PSG hier 2 Tore.
Ja, 2 Tore, damit sie wieder gewinnen. Jawoll! Alexander und Danny Williams im Finale. C'est bon, ça? Warum reden die Französisch? Da war das Bernard. Merci, merci. Ja, wo ist er denn, mein Bruder? Das hast du verdient. Gutes Spiel. Ich kann dir ein Ticket fürs Finale besorgen. Für ein bisschen Unterstützung. Noch ein bisschen zu früh. Für sowas. Lass sie doch erstmal in der Niederlage verdauen. ...9,4er Bewertung, 2 Tore. Liverpool gegen West Ham, 5. gegen 2. Wir sind immer noch 2 Punkte hinter City. Also eigentlich auch ein wichtiges Spiel wieder. Und jetzt rein, das Ding, der muss er machen. Der macht ihn nicht. Nachschuss. Jetzt ist er aber drin. Jamolenko, jetzt ist er nicht mal meine Vorlage. Aber Hauptsache steht 1-0. Kopfballduell gegen Van Dijk, da setzen wir uns durch. Firmino. Firmino zu Salah und er macht den Ausgleich in der 82. Ist das bitter. Was war das auch für ein kapitaler Bock da hinten drin? Aber einfach beide Tore nach so einem Fehler in der Abwehr jetzt gefallen. Ah, schade. 1-1. Aber ist auch ein faires Ergebnis. Liverpool war eigentlich schon besser als wir. Also es wirkt die ganze Zeit so, als wären wir fast durch. Aber ich weiß auch nicht, was in Kapitel 4 noch alles passiert. Wir haben jetzt in Kapitel 3 noch 2 Spiele hier. Wir haben noch in der La Liga 1-2 Spiele. Und dann haben wir eigentlich nur noch die Finalspiele. Aber das machen wir dann trotzdem erst im nächsten Stream. Jetzt würde ich erstmal sagen, Daumen rein auf das Video, 2 Kanal abonnieren und dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Brunner. Tschüss.